die zwielichtige Faszination und gleichzeitig das Entsetzen des Unbegreiflichen, dieses Unbegreiflichen, wird also generiert zum Schutze der Handlungen, der Drittveränderungsimperative, damit man nicht kontinuierlich in der wirklichen Existenz mit dem wirklichen Aufklaffen des Tödlichen konfrontiert ist, sondern handlungsfähig bleibt. Und dieses Unbegreifliche, Unfassbare entsteht im Moment des Proton-Pseudos in Wahrnehmen, Wahrnehmung der Kastration und damit der Mangel-Loch-Zwangs-Wiederholungszwangs, um durch diesen Verlust die Imperative dann wieder ins Werk zu setzen, nämlich dem Erkenntnis, dem kurzzeitigen Aufklaffen der Erkenntnis, dass dieses Begehren sich abgekoppelt hat aufs Terniere hin und das Inzestverbot entstand, sodass das vorher anfassbare, fassliche, begreifbare, begreifliche, untouchbare nun in weite, inzestuöse Entfernung gerückt ist, dem Inzestverbot unterliegt und die abgöttlichen Akzidenzien entstehen, diese Aufspannung eines Raumes und der Zeit und das authentisch Identische des Spiegelstadiums zwischen Mutter und Baby in einen unerreichbaren Hintergrund, in einen unendlichen Horizont, weit hinter den Regenbogen verschiebt und nur im Wiederholungszwang des traumatischen Mangelauffüllungsversuchs, der durch diesen Prozess absichtlich erzeugt wurde, wiederholt wird und dann als Faszinosum wie jeder Regenbogen erscheint. Unbegreiflich in seiner zwielichtigen Doppeldeutlichkeit, faszinierend, unfassbar dieses aufgespreizte Theater, andererseits tödlich, zerstörend, weil es die Rätselfragen des Seins, der Existenz und des Wiederausgelöschtwerdens, des sich selbst beobachtenden Beobachtungsapparats, des Bewusstseins, den Boden unter den Füßen wegzieht und ihn immer mit der letztlich Vanitas, der letztlichen Endbilanz des Unsäglichen und Undenkbaren bedenkt, eingedenks dieses Vorgangs.